Ja, moin Leute, hier ist wieder Seta, aka Devilmaus von TheYoungFamily.de und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Teil natürlich wie immer Devil's Castle in jedem Wochenende. Immer 19 Uhr, ich glaube die Musik ist ein bisschen lauter, kann das sein? Ich mach die mal eben ein bisschen leiser. Ich lasse die Musik jetzt nämlich gerade nur bei mir intern abspielen, deswegen muss ich das so ein bisschen umstellen kurz, keine Blick. So sollte es glaube ich besser sein. Na, ich glaube ihr hört die Musik noch im Hintergrund. Ja, ansonsten hoffe ich, bei euch ist soweit alles klar. Ich glaube, bei mir soweit auch. Ja, und wie gesagt, ich schalte gleich schon mal aufs Ingame-Bild um, ne, und gehe auch erstmal runter zu den anderen im TeamSpeak und dann sage ich erstmal Hallo und dann schauen wir mal weiter. So, jetzt sind wir auch bei den anderen. Ne? Ja, die Begrüßung habe ich gerade schon gemacht. Natürlich auch an alle Hallo und die im TeamSpeak sind, wie immer. Und ja, Devil's Castle, wie immer. Ja, so, ihr wisst nicht, was Devil's Castle ist. Slash DC, genau für die Leute, die nicht wissen, was Devil's Castle ist. Einfach slash DC machen. So, ich schalte mal um aufs Ingame-Bild und hoffe, dass alles normal geladen wird. Eigentlich sollte der Chat sollte auch normal geladen sein. So, genau, Bratwurst guckt schon nach, wie viel Cash er gesammelt hat. Ein bisschen was. So, genau, du hast ja auch deinen Rang bekommen, so wie ich sehe. Wie gesagt, danke nochmal an dich, Bratwurst, hatte ich ja schon mal gesagt. Und ansonsten, ja, sieht ja schon mal ganz gut aus. Wir warten immer so ein paar Minuten natürlich, bis wir anfangen und dann, ja. So, Devilmaus, ich werde heute gewinnen mit Ansage. War das nicht schon mal letzte Woche oder sowas halt? Oh, achso. Ja, Lucky Place, tatsächlich wegen dem Anstupsen. Ist gerade schwierig. Moment. Ich muss mal kurz was gucken. Hört ihr mich noch alle? Oh, hört mich noch jemand überhaupt? Wahrscheinlich, oder? Moment. Hört mich noch jemand? Liebe Regie, seid ihr noch da? Achso, ja, hören dich, okay. Und morgen. Bei mir ist gerade die Musik ausgegangen. Warum? Was? Warum? Was? Magic. Das ist ja gemein. Machen wir mal ein Lied weiter. Okay. Das ist strange. Gut. Sollte gefixt sein. Wie immer. Gut. Kurzer Schreck. So, waren wir stehen geblieben. Jemand wird hart verkacken, habe ich gerade gelesen. Ja, Labyrinth ist natürlich. Wie immer am Start, am Stissel. So, der Chat wird auch nochmal eingeblendet. Das ist eine Lüge. Heute ist, das ist meine Bratwurst Lüge. Nicht mit dabei, lese ich gerade. Devilmaus, erinnere dich nochmal bitte an das letzte Event, was haben wir da gesagt? Was Neues? Rest in Peace Labyrinth. Ja, ich weiß. Ja, ist also nicht am Start. Ja, ich hab's ja gelesen. Ich meinte, da wollte ich erkennen, ja, das ist egal. Okay, dann machen wir halt jetzt den Spoiler. Ja, Leute, ja. Heute wird's kein. Wir wissen ja noch nicht, was kommt. Heute wird's RIP Labyrinth geben. Es gibt heute eine neue Challenge für euch. Haha. Und Bastius, du magst meine Stimme echt. Die ist dreimal so schön wie Labyrinth. Selber. Nein, Quatsch, das ist nur Spaß natürlich. Aber danke dafür. Und sei gegrüßt natürlich. Ne? Und wie gesagt, wir werden es natürlich im Teamspeak nachher immer wie immer halt machen. Dass wir die Leute auch entmuten werden, die natürlich Lust dazu haben. Ne? Und wenn ihr darauf Bock habt, nur kurz mit uns zu quatschen oder sowas im Stream halt, dann einfach TalkPower nachher antworten, ne, liebe Regie? Oder ist es heute andere Regelung? Ne? Man muss ja fragen. Ne? Regelung? Was? Ja, naja, wir haben es ja immer gemacht, bis sie TalkPower anfordern, oder? Oder sollen die einen Punkt vor den Namen schreiben? Weil das, wir hatten ja verschiedene Versionen bisher immer. Also bis, wenn die TalkPower anfordern, aber erst nach dem Jump'n'Run, wenn ich war das. Ja, genau. Die ersten ein, zwei Prüfungen machen wir immer so ein bisschen ruhig. Ne, und ja, Deutschland leider ausgeschieden. Ich hoffe, ihr habt alle das Spiel gesehen. Also ich denke mal schon, weil ich glaube, irgendwie, ich habe irgendwie im Fernsehen, beziehungsweise so Quotendings gesehen. Ich glaube, 26 oder 27 Millionen haben das gesehen. Von den Deutschen. Ne, so, das ist schon recht viel. Also wenn du überlegst, wir haben 82 Millionen, glaube ich, zurzeit oder so. Ne, ja. Gut. Ja, war leider schade, aber naja, ohne guten Sturm kann man halt leider nichts machen.
So, genau, neue Challenge gibt's heute und ansonsten im Stream Delta-Hai und Nikö sind am Start und willkommen an euch und endlich mal wieder dabei, schreiben sie. Genau, und ansonsten Talkbar anfordern wie der liebe Vierlex, also Alex natürlich, ne? Einfach einen Rechtsklick auf euren Namen machen und dann Talkbar anfordern. Und ansonsten, ich glaube, wir müssen mal übrigens, habe ich gesehen, die Twitch-Beschreibung, den Kanalbeschreibung mal wieder anpassen. Ich weiß gar nicht, wer das gelöscht hatte. Ne, mit der Stimme veröffentlichen. Ich weiß nicht, ob sich jemand von euch daran erinnert. Aus der Regie. So, ein Sub kann keine Talkpower anfordern. Dann macht einfach einen Punkt vor eurem Namen. Wenn ihr keine Talkpower anfordern könnt, dann wissen wir auf jeden Fall, dass. Also im Teamspeak, lieber Bastius. Ne? Einfach einen Punkt vor eurem Namen halt machen, euch kurz umbenennen und dann wissen wir, dass ihr halt sprechen wollt später. Ne? 80,62 Millionen sind die Bevölkerung. Okay, ich dachte 82 habe ich irgendwo letztens mal gelesen, aber naja, passt schon. Ja, ansonsten, wie gesagt, wir sind ja heute nicht ganz so viele, also wieder Gewinnchancen für euch hoch, ne? Ich hoffe, ne? Viele sind natürlich auch im Urlaub und sowas halt und was, da fliegt einer? Was? Wer fliegt? Einfach mal den Namen gucken und dann. Ach so, wenn jemand fliegen sollte, kann das sein, dass es entweder. Na gut, ich nicht natürlich, also ich auch, aber einer von der Regie vielleicht ist. Na, wenn du den Namen siehst, einfach mal. Das kann natürlich auch sein. Wir gucken das natürlich nach. Wenn du den Namen siehst, dann einfach schreiben. Und ansonsten, wenn irgendwelche Probleme. Zwei Leute, sagt er. Einfach mal, wenn du. Hast du welche Namen, dann kannst du die gerne. Genau, die von der Regie. Also Delta F fliegt, okay, das glaube ich nicht. Wie gesagt, wir gucken es einfach mal nach und die Regie ist schon da auf jeden Fall drin. Ja, ansonsten, wie gesagt, es ist jetzt gleich 10 nach. Jetzt sollte auch gleich ein Countdown losgehen. Wir haben ja gesagt, dass wir jetzt noch 3-4 Minuten halt warten. Ne, also erstmal 3 wahrscheinlich. Ne? Je nachdem, was die Regie gleich entscheidet. Ne? Und ich fliege auch. Ja, ich fliege, ich weiß. Wie gesagt, ich mache ja den Moderator hier heute und dann genau bei Fragen einfach /Ticket machen. Ne? Danke, lieber Malte. Genau, das bin ich. Ja. Also alle auch die, ich weiß gar nicht, wer haben wir rote Namen für uns eigentlich? Von der Regie nicht, ne? Das ist nur ein Dings. Okay. Genau, also die meisten, die hier fliegen, sind von der Regie, ne? Nicht die, also ja, die meisten eigentlich alle. So, genau, ansonsten kann ich euch ja schon mal bitten, alle in die Holzlobby zu gehen. Wir werden schon mal jetzt langsam die heiße Phase sozusagen starten, also den Countdown. Bis es gleich losgeht, ne? Und ansonsten, liebe Leute im Stream, lieber Delta Hai, liebe Bratwurst natürlich und lieber Nightbot. Nein. Wie ist denn der Sound? Ist der Sound okay so? Hört man meine Stimme gut? Ist die Musik zu laut oder sowas halt? Sollte eigentlich alles passen, soweit ich weiß. Na, ich glaube, die Musik ist ein bisschen lauter. Ich muss gleich mal gucken. Könnt ihr mir ja mal sagen. So, kriegst du ein Screen, lieber Bastius? Natürlich, aber warte mal, ich porte dich dann einfach mal kurz jetzt hin. Musst einfach mal kurz stehen bleiben. So. Jetzt kannst du kurz mal einen Screen machen, wenn du möchtest. Ich stelle mich einfach mal so um, weil es hier, glaube ich, heller ist. Na gut, du hast wahrscheinlich keinen Shell an. Dragoos, ja, wir machen im Laufe des Abends auf jeden Fall noch ein paar Dinge, ein paar Screens. Ne? So, ja. Ich weiß gar nicht, läuft der Countdown schon? Ich habe gar nichts gesehen gerade. Ne, normalerweise sollten wir 3-Minuten-Countdown jetzt eigentlich schon gestartet haben. Ah, okay, er läuft, alles klar. Ja, der Countdown läuft. So, ich finde die Musik perfekt von der Lautstärke, sagt der Dai. Okay, alles klar, wenn du das sagst, lieber Dai, dann vertraue ich dir da mal. Und dann werde ich das mal so lassen. Haha. Gut. Ja, es geht auch gleich los. Kreuzfahrtschiff erwartet uns auch schon. Und, warte mal, wer war das von mit dem. Das war. Moment, ich muss kurz einmal die Tabliste. Moment. Ach genau, Lucky Place, ne? Du warst das ja. Ganz zur Not schreib mir einfach bei Twitch eine PN, ne? Ich habe jetzt gerade, ich hab gesagt, du sollst mich anstupsen, aber da hatte ich schon den Rang reingemacht, dass man mich jetzt gerade im Teamspeak nicht anstupsen kann. Und Dragonos. Ah ne, ja doch, Dragonos. Frag mich, wie geht's? Mir geht's gut eigentlich, ne? Nur schade, dass Deutschland ausgeschieden ist. Ne, ich habe bei der EM wieder so ein bisschen mitgefiebert, ne? So, ich hoffe, ich denke mal hier auch, aber. Ja, naja, es ist schade, aber wie gesagt, Frankreich, naja. Die waren da gut auf jeden Fall. Haben halt Glück gehabt, auch mit den Toren und dem Schiedsrichter so ein bisschen vielleicht. So. Okay, Bratwurst sagt auch alles perfekt. Dankeschön. Gut.
Ja, ansonsten, 50 Sekunden, dann geht's auch schon los. Wie gesagt, heute haben wir ein neues Spiel dabei für euch, liebe Leute. Oh Gott, ich hoffe, es gibt da keine Probleme. Bei neuen Spielen wisst ihr, ne, wenn wir... Och, es ist voll mit Bugs, nein, ganz unfertig. Also natürlich extra ist es nicht voll mit Bugs, wir haben es natürlich auch alles vorher getestet halt, ne? So ist es nicht. Ja, ich weiß, Pixel, deswegen sage ich es ja gerade. Genau, ein TP-All. Na, jetzt sind wir alle nochmal in der Holzlobby, für die Erklärung, falls jemand das erste von euch mit dabei ist oder so, da müsst ihr halt immer rein, damit ihr im nächsten Spiel registriert seid sozusagen, dass ihr halt weiterkommt, ne? Und wir werden halt jetzt mehrere Challenges halt machen, wo ihr eine bestimmte Zeit dafür habt und wenn diese Zeit halt abgelaufen ist, schaltet ihr leider halt aus und könnt nur noch mitzugucken. Ja, und ansonsten, für die Leute, die immer mit dabei sind oder so, wie gesagt, es gibt eine neue Challenge heute. Genauere Erklärungen kommen wir aber dann gleich zu, würde ich sagen, ne? So, Patrick Bang. Was? Wer ist denn Patrick Bang? So, gut. Ja, ansonsten kann ich schon mal erklären. Du bist der Einzige, der meinen Namen richtig ausspricht. War jetzt, glaube ich, nicht so schwer, oder? Ich gebe mir zumindest Mühe, ne? Manchmal spreche ich auch Namen falsch aus. Also, ne, das passiert halt mal. Also, das darfst du auch nicht übel nehmen. So, ansonsten kann ich erklären, im ersten Spiel wird es heute darum gehen, dass ihr aus unserem, ja, wie haben wir es jetzt eigentlich genannt? Wir waren schon lange nicht mehr hier, ne? Aus unserem Indianerdorf natürlich einen Weg rausfindet. Dieser Weg wird wahrscheinlich ein Gate halt sein, ne? Und für diese Challenge habt ihr halt 7 Minuten als Zeit. Und ich wünsche euch natürlich wie immer viel Glück. Und ihr kennt das ja, die Prozedur, die wir ja immer machen, ne? Genau, lieber Julian, du machst das schon vor. Einmal ein Hashtag, ja, wenn ihr alle da und bereit seid und alles gut ist und... Ja, nee, schreibt Tyrinux TV, warum? Was ist los da? Brauchst du noch etwas mehr Zeit? So, Vigeo ist auch am Start. So, kennst du SpongeBob, Devilmoss? Ja, wir hatten noch früher mal einen SpongeBob, ich weiß nicht, ob es der gleiche ist. Gut. Alle sind bereit, soweit ich sehe. Liebe Regie, wie schaut's bei euch aus? Ich denke mal, bei euch schaut's auch gut aus, nehme ich mal an. Ne? Und ja. Beziehungsweise, liebe Regie, wie schaut's bei euch aus? Ha? Also, wir sind Dragon bereit. Alles gut. Okay, gut. Die Regie ist auch bereit. Also von da aus würde ich sagen, liebe Leute, ne? Die User sind bereit, ich bin bereit, die Regie ist bereit und würde ich sagen, wir starten das erste Spiel für heute Abend. Viel Glück euch allen. 7 Minuten habt ihr Zeit. Oder 7? Waren es 7, glaube ich, ne? Ja, 7. Und, ja, wie gesagt, findet den Ausweg hier aus dem Dorf raus und ich würde sagen, wir machen die Leute auch wieder halb unsichtbar, oder? Ja, genau, sind wir gerade. Ja, habe ich schon. Perfekt. Genau. Naja, einfach aus Performance-Gründen für euch halt natürlich und dass ihr nicht unbedingt sofort seht, wo der Erste hingegangen ist. Wo gehen die da lang? Ha? Ja, da bin ich mal gespannt. Ja, und das neue Game, ne? Wie gesagt, wir haben alles getestet, auf jeden Fall. Bei uns hat es ganz normal halt funktioniert und dann sollte es mit mehreren, also beziehungsweise noch mit noch mehreren Leuten eigentlich auch funktionieren. Aber ihr kennt ja Minecraft, ne? Deswegen, wir garantieren natürlich für nichts, aber wir versuchen unser Bestes. Aber wie gesagt, wir haben es auch schon getestet. So, Cronax hat es schon geschafft, lese ich gerade, ne? Eieiei, what the fuck? Nick hat es auch geschafft. Oh yeah. Eieiei, da bin ich mal gespannt, wenn sie es so einfach finden. Das kann ja gar nicht sein. Anna Di Santo schreibt auch easy. Okay. Ja, da bin ich mal gespannt. Ja. Wie gesagt, ne, nicht jeder hat es bisher gefunden, aber das erste Spiel oder so, wir sollen ja auch nicht alle ausscheiden. Und wir wollen natürlich, wir sind auch immer so fair und wir geben auch immer ziemlich viele Verlängerungen. Wir müssen mal gucken, wie es heute läuft, ne? Tipp, das ist... Das Portal ist total sandig. Okay. Ja, gut, zum Glück. Also ich glaube, den Tipp kann man noch gelten lassen. Achso, genau, Dragnos. Ob ich andere YouTuber gucke? Ja, natürlich, klar. Ne? Unter anderem würde ich jetzt... Also gucke ich jetzt tatsächlich... Hört es jetzt wieder blöd an. Ja, ich gucke ab und zu mal Gronkh. Ne, aber nur nicht seine Minecraft-Sachen oder weiß ich irgendwas, sondern halt nur irgendwelche neuen Spiele zum Beispiel, wenn irgendwas rauskommt. Wenn ich mir das mal angucken will, wie das Spiel halt ist, weil das spielt ja eigentlich fast alles, was rausgekommen ist, jetzt neu. Dann Moondai ab und zu mal, aber ganz eher selten, nur und die Arma-Sachen halt. Ja, und ein, zwei Arma-Let's Player habe ich noch, die ich mir angucke und... Also Minecraft eigentlich tatsächlich gar nicht.